An der Laschigs Küste, am untoten Strand, sind die Piraten im Wasser und die Skelette an Land. Wir sind zurück bei Total War Warhammer 3 mit Manfred von Karstein. Doch was ist das denn hier? Das sind ja gar keine Vampire, nein, das sind Grauftkönige, die wir hier für 6 Runden steuern dürfen, um unseren Verbündeten ein wenig unter die Arme zu greifen. Vielleicht kriegen wir es noch hin, hier die Zauberinseln weiterhin zu bestrafen. Da müssten wir relativ schnell rüberziehen, damit die hier nämlich nicht weiter rekrutieren können. Auf der anderen Seite sind wir stark angeschlagen und müssen auch selber ein bisschen ausheilen. Hier, unser Kommandant hat auch nicht großartige Fähigkeiten, die uns großartig weiterhelfen können. Irgendwelche Heilungsfähigkeiten oder so. Deswegen müssen wir leider noch ausheilen an der Stelle. Wir schauen mal, wie wir das hinbekommen. Dan Wallace von Karstein wiederum. Der kann was tun. Der kann Richtung Stoßzahnebene ziehen und Tierna Wynn herausfordern. Und Tierna Wynn hat sich hier versteckt mit einer relativ schwachen Armee, die wir ganz gut rausbekommen. Da sind natürlich gesegnete Kampfechsenreiter mit Speeren. Da sind die Stachelsalamander-Jagdrudel drin. Da haben wir auch eine Menge gesegnete Sauruskrieger. Aber wir haben auch eine ganze Menge Skinks dabei. Tierna Wynn natürlich auf seiner monströsen Einheit. Level 35, auch nicht ganz schlimm. Also das kann man schon machen. Und das können wir sogar automatisch machen. Und das machen wir auch. Wir verlieren nichts. Sonst hätte ich das selber gespielt, weil das ist eine Schlacht, die man durchaus gewinnen muss. An dieser Stelle, da braucht man auch nichts verlieren. Ich selbst hätte wahrscheinlich nur die Musketenschützen in den Tod geschickt, die hier mit 198 getöteten Einheiten sehr gut berechnet wurden. Aber gerade die Blutritter hier, 295 Mann getötet, ist schon sehr heftig. Wir besetzen es natürlich wieder, ist ja klar. Die Stoßzahnebene gehört wieder uns und die Bedrohung aus dem Westen ist weg. Was haben wir hier im Westen noch? Klar, Cricket ist hier noch, aber es ist nur eine 8. Armee. Damit können wir auf jeden Fall leben. Und Dan Wallace hat hier sonst keine weiteren Feinde mehr. Mit Lagua sind wir im Frieden. Noch muss man dazu sagen, sie hassen uns weiterhin. Sobald sie wieder stärker geworden sind, werden sie uns wahrscheinlich wieder den Krieg erklären. Das ist aber auch in Ordnung dann. Wichtiger ist erstmal, dass wir hier den Westen abgesichert haben. Und der ist jetzt abgesichert. Und Sudenberg könnte jetzt wirklich mal ein Level up vertragen. Wir machen das mal. Damit dann hier oben zumindest mal eine größere Garnison reinkommt. In der Stoßzahnebene wäre es auch ganz cool, hier auch eine Garnison reinzustellen. Und dann können wir nämlich wieder zurück nach Antoch gehen, wo dann auch in Bader eine Garnison reinkommen kann. Da haben wir Roderick Hellstein hier in Kassabar. Der ist dafür da, um unsere Landen zu verteidigen, sollte die Kalida nämlich jetzt kommen und auf die Idee kommen, dass sie hier in unsere Landen reinzieht. Dass wir hier dann schnell eine Armee aufstellen können mit Roderick Hellstein. Dann wollen wir natürlich Roderick weiter leveln. Und ich wurde darauf angesprochen, dass ich nochmal zeigen kann, wie ich hier vorgehe beim Leveln. Das kommt natürlich immer ganz drauf an, mit welchem Kommandanten wir spielen, welcher Kommandant jetzt wofür zuständig ist. Hier Roderick Hellstein haben wir nur als, ja, als Backup-General da, der nur aufgestellt wird, wenn wir an große Probleme kommen und der schnell dann dafür da ist, ein paar Einheiten aufzustellen. Deswegen haben wir ihm hier die Fähigkeiten gegeben, die die Führerschaftsaura erhöhen, die die Führerschaftsaura weiter verstärken. Dann natürlich hier solche Sachen, die extrem gut sind für alle Schlachten an sich, also dass wir zum Beispiel Blutritter günstig rekrutieren können, dass wir hier mehr Beute bekommen aus der Schlacht. Geschossresistenz ist sehr gut, damit er nicht zu schnell stirbt. Und dann hier so Sachen wie der Durst, sehr wichtig, damit er sich selber heilt. Dann haben wir hier auch noch verschiedene Dinge, die wir machen könnten. Wir könnten sagen, ja, wir wollen auf Verdämmnisreiter oder Grabwächter gehen. Das könnten wir auch noch machen. Aber was bei ihm jetzt natürlich auch wichtig wäre, und da gehen wir mit jedem Kommandanten rauf, deswegen erwähne ich das nochmal, ist der Blitzschlag. Denn der Blitzschlag bringt uns auf Stufe 3 die Möglichkeit, dass wir eine andere Armee ohne Verstärkung ihrer Verbündeten
zerschlagen können. Das heißt, wenn drei Armeen vor uns stehen, können wir sie alle nach und nach einzeln besiegen. Hier sehen wir das auf Stufe 3. Ermöglicht Blitzschlachten. Das ist richtig gut. Und da versuchen wir eigentlich mit allen Kommandanten so schnell wie möglich hinzugehen. Da das jetzt hier so ein Verstärkungskommandant ist, der auch nicht so super schnell levelt dadurch, haben wir das bis jetzt ein bisschen außer Acht gelassen und ihm erstmal so die wichtigsten Dinge hier mitgegeben. Man könnte auch überlegen, ob wir hier erstmal in den Seenwind reingehen. Das ist ja ein Zauber, den wir sehr gerne einsetzen und der sehr, sehr mächtig ist. Und da wir so langsam leveln, würde ich hier erstmal auf den Seenwind gehen. Den würde ich auch gerne nochmal verstärken, damit er weniger kostet. Und der, ja, das Overcast noch ein bisschen verstärkt wird. Und dann geht es so Richtung Blitzschlag langsam. Und klar, es gibt hier natürlich noch die verschiedenen Pfade, wie man die ganze Armee verstärken kann. Das wäre natürlich auch nochmal super, wenn wir das machen könnten. Aber so schnell wird es nicht gehen bei ihm. Und dann haben wir hier noch Naka. Und da hat Neos gesagt, du könntest mit Naka doch auch hier nochmal Truppen auffüllen, verstärken. Das ist ja die Fähigkeit, die sie hat, während sie in der Armee mit drin ist. Und wir nutzen sie ja nur in der Armee. Das heißt, alle anderen blauen Fähigkeiten hier sind irrelevant für sie. Und das ist tatsächlich ein ganz gutes, ein guter Kommentar gewesen. Deswegen machen wir das auch mal und erhöhen jetzt hier die Verstärkungsrate in der Armee von Dan Wallace auf 6%. Und dann sehen wir hier, dass wir deutlich schneller ausheilen können. Hier dieser gelbe Balken zeigt uns ja an, wie viel wir dazu bekommen. Das ist ein sehr guter Hinweis gewesen. Da sollten wir auf jeden Fall raufgehen. Und dann haben wir hier Roderick Hellstein. Wir sehen noch keine Feinde. Hier haben wir Molgo Warauge, der sowohl Katar als auch Numas bedroht. In Katar haben wir eine Garnison, eine 14er Garnison. Es wird nicht ausreichen. Und in Numas könnten wir jetzt eine Garnison bauen, aber auch die würde nicht ausreichen gegen diese 15er Armee des Feindes, die auch wirklich aus sehr starken Einheiten besteht. Wir sehen hier Hammerträger, Riesenslayer und ein Eisenbrecher, einen Level 23 Kommandanten. Die nehmen hier alle Garnison einfach auseinander. Deswegen lassen wir das und müssen hier wahrscheinlich erstmal eine Siedlung an die Zwerge abgeben, denn wir haben hier Vendrina, eine Abgesandte von Imrik, die Karak Orhut angegriffen hat und ganz schön viele Zwergenarmeen, die dahinter stehen. Und was soll Manfred von Karstein machen? Wir wissen es nicht so richtig, was er machen kann. Eigentlich gibt es nicht viel, was wir machen können. Wir können zwei Philosophien verfolgen. Wir könnten sagen, wir greifen Vendrina an und versuchen unser Bestes in der Schlacht. Wir könnten sagen, wir gehen hier rechts weiter und holen uns die Sachen hier, um die Kalida weiter zu schwächen. Aber ich persönlich würde gerne hier runtergehen, die Berge runter marschieren, so dass wir jetzt gleich nochmal ein bisschen ausseilen können. Dafür müssen wir in die Plünderungsstellung gehen. In unseren eigenen Landen kostet uns das natürlich ein bisschen was. Aber sonst können wir nicht ausseilen hier an dieser Stelle. Das ist das Problem. Oh nein. Wir können nicht ausseilen, sowieso nicht. Weil das hier gar nicht mehr zu unseren Landen gehört. Ich dachte, hier wäre die Grenze irgendwie. Oh, das habe ich falsch gesehen. Na gut, dann haben wir wenigstens keinen Verlust an Geld. Sondern, haben hier einfach bekommen ein bisschen Geld dazu und haben hier keine Verstärkungsrate, das ist okay. Und gehen dann hier gegen diese Armeen der Kalida hier unten vor, versuchen unseren Pass hier nochmal abzusichern und werden dann hier granitmassiv einfach dem Feinden überlassen. Brechen auch hier den Bau ab, das bringt ja nichts an der Stelle. Das hier ist verloren und zwar an Imrik, an die Ritter von Kalidor. Sehr, sehr witzig, dass das hier so passiert ist. Die könnten uns angreifen, wir könnten aber abhauen dann. Das sollte eigentlich passen. Wir schauen mal. Wir schauen mal, was passiert. Erlass ist noch verfügbar hier im Land der Derwische. Wir gehen mal wieder auf mehr Einkommen. Das werden wir brauchen. Und Dan Wallace wird dann auch hier rüberziehen können. Ja, das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Denn Wallace könnte auch, wenn Manfred sich hier
das Gebirge schnappt, könnte er hier rumziehen zu Krokgar. Oder er geht hier hoch zu den Zwergen und holt die von dieser Seite raus, weil Manfred dann ja hier unten sein wird. Könnten wir uns auch überlegen. Wir schauen gleich mal rein. Wir schauen aber erstmal, was die Feinde machen und werden uns dann auf die Feinde einstellen. Was wir aber nicht machen werden. Wir werden uns nicht unterdrücken lassen von unseren Feinden. Wir werden nicht den Feinden diesen Schritt zulassen. Wir werden nicht zulassen, dass der Feind uns weiter drangsaliert. Und jetzt ist die Frage, was machen wir? Wir haben in der feindlichen Armee ein Drachen, auf dem Vendrina sitzt. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weite Drachen, ein Riesenadler. Der Feind hat die Lufthoheit. Wollen wir das spielen, ist die Frage. Also auf dem Land haben wir natürlich die Möglichkeit zu bestehen. Wir versuchen das mal. Wir können ja immer noch fliehen. Wir versuchen das mal. Ich weiß nicht, wie diese Schlacht jetzt ausgehen wird. Das wird ganz, ganz heftig. Das wird ganz, ganz schwierig. Die Drachen sind ein riesiges Problem für uns. Weil der Feind die Lufthoheit hat. Was wir allerdings machen können, diese drei Flederbestien können ausheilen. Bei den Morteschreien. Das heißt, wir haben zwei Armeen, die zumindest zahlenmäßig ungefähr gleich sind. Wir werden uns erstmal defensiv aufstellen. Wie ist die Frage? Wie ist die Frage? Nutzen wir hier den See, damit der Feind da durchziehen müsste? Oder nehmen wir hier diesen kleinen Vorsprung mit? Ich finde den Vorsprung eigentlich ganz nett. Da kommen mal die Bogenschützen hin. Und dann kommen die Blutritter. Wir haben gar keine Blutritter hier drin. Die Sensenreiter kommen dann mal hier in den Wald und verstecken sich. Und ja, die Gruftschrecken auch. Denn im besten Fall wird sich ein Drache darauf stürzen, auf die Bogenschützen. Und dann können wir den Drachen hier schön rausnehmen. Ansonsten stellen wir mal unsere Hauptarmee hier auf. Also die kommt mal hier hin. Und die Geister kommen natürlich auch schön mit rein. Und dann haben wir die Morteschreine links und rechts. Und die Flederbestien kommen natürlich auf den Boden, das ist klar. Wir haben hier den großen Nachteil in der Luft. Deswegen kommen die hier schön auf den Boden. Unser Wargulf kommt in die Mitte. Unsere Banshee kommt in die Mitte. Und Manfred darf noch fliegen. Aber der muss aufpassen. Der muss wirklich aufpassen. Die Wargeists. Tut mir leid. Die müssen alle auf den Boden. Vor allem, weil wir auch die Speerschleuder haben beim Feind. Die natürlich auch stark sind gegen fliegende Einheiten. Also wir machen mal euch alle bis auf die fliegenden Einheiten zur Steuergruppe 1. Die Schützen hier sind Steuergruppe 2. Ihr seid Steuergruppe 3. Die fliegenden Einheiten sind Steuergruppe 4. Vielleicht kommen wir ja noch zum Fliegen. Müssen wir mal schauen. Manfred steht so weit vorne wie möglich. Wir starten das Gefecht. Und der Feind, er kommt wahrscheinlich direkt. Es geht. Es geht. Und wir schicken direkt einmal einen Seenwind durch. Oh, das ist nicht ideal gelaufen. Das ist nicht ideal gelaufen, aber macht noch deutlich mehr Schaden als gedacht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Kommt nochmal ein Atem hinterher, damit die auf jeden Fall hier raus sind. Oh, die sind immer noch nur am Fliehen. Interessant, interessant. Aber die Drachen, wir sehen das hier. Monströse Monddrachen. Und Sternendrachen. Wahnsinn, was wir hier sehen. Aber die müssen natürlich auch erstmal in den Genuss kommen, hier Manfred anzugreifen. Sind langsamer als Manfred. Das heißt, wir können hier noch ein bisschen für
Tod, Verwirrung und Verzweiflung sorgen. Und die bewegen sich echt blöd hier. Aber ein bisschen Schaden konnten wir machen. Das ist gut. Hier ist noch die Seegarde von Lothar. Da spucken wir einmal drauf. Und wir holen uns unseren Heiltrank. So. Also. Machen natürlich weiter, das ist klar. Das ist ganz klar. Wir machen weiter. Und da kommt der feindliche General. Hat uns verlangsamt. Das können wir aber auch. Debuff auf den Feind. Buff auf uns. Und die Vendrina wird angegriffen. Und warum nicht auch mal hier so einen richtig schönen Seenraub drauf? Jetzt kommt da der nächste Drache dazu. Da müssen wir jetzt echt aufpassen und ziehen uns mal ein bisschen zurück. Haben schon ein bisschen Schaden gemacht auf der Vendrina, das ist gut. Wir selbst haben Schaden genommen, das ist alles nicht so schwierig. Wir können uns ja heilen, das ist alles in Ordnung. Und hier sehen wir den Monddrachen mit 85 Geschwindigkeit. Die Vendrina ist halt schnell mit 112 Geschwindigkeit. Aber es ist eigentlich alles in Ordnung. So, wir bleiben natürlich hier und versuchen noch ein bisschen für Verwirrung zu sorgen. Das ist gut, das ist richtig so. Der Adler wurde doch beschworen hier an der Stelle, oder? Ist das der normale Riesenadler oder wurde der beschworen? Ich bin mir nicht ganz sicher gerade. Ja, der wurde beschworen. Alles gut. Der hat zwar eben schon Leben verloren. Das hätte an der Beschwörung liegen können, aber es hätte auch Selbstbeschuss gewesen sein können. Deswegen war ich mir nicht ganz sicher, was das angeht. Wir schauen mal, ob wir hier noch weiter den Feind zermürben können. Wir schicken hier nochmal weitere Seenwinde durch. Lass uns kurz beschießen, damit der Seenwind durchgeht. Und dann hat der Feind nämlich gleich zwar die Lufthoheit, aber nur noch Einheiten in der Luft. Und was wollen sie dann machen? Ist die Frage. Und der nächste Atem durch. Auf die weißen Löwen. Wir spucken einmal auf die Vendrina drauf. Und versuchen uns zurückzuziehen mit Manfred. Sie wird gedebufft, damit sie ein bisschen langsamer wird. So. Alles ideal. Und Manfred kommt mal ein bisschen zurück und heilt sich auch mal kurz aus. Der Feind soll gerne hinterherkommen. Mittlerweile sieht das ganz gut aus, denn die Gewalt, die der Feind hier noch auswirken kann, ist nur in der Luft da. Und da umso stärker. Sein Monddrache verfolgt gerade Manfred. Das könnten wir eigentlich nutzen, um hier mit den Flederbestien mal in den Angriff reinzugehen. Noch die Wahrgeists könnten dazukommen. Klar, wir sehen hier die Artillerie des Feindes, das ist klar. Die Speerschleudern, die sind jetzt gerade ein Problem für die Flederbestien. Aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich ganz gut, dass wir uns hier mit den Flederbestien zu dritt auf den Monddrachen stürzen können. Ja, die Flederbestien machen sehr, sehr viel Schaden an dem Monddrachen. Das ist sehr gut. Und Manfred heilt sich mal hier ein bisschen. Und da ist der erste Monddrache schon mal weg. So. Dann haben wir noch einen Riesenadler und weitere Drachen. Ein Sterndrachen haben wir hier. Und den holen wir uns als nächstes. Und die Wahrgeists holen sich mal den Adler. Und Manfred heilt sich einmal kurz selber. Und jetzt kommt es zum großen Finale. Die Drachen kommen. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen mit unseren Einheiten. Wir wollen hier wirklich nicht gegen alle Drachen gleichzeitig kämpfen. Das ist wirklich nicht das, was wir wollen. Das ist uns auch ganz wichtig.
Die Flederbestie hier muss einmal geheilt werden. Sonst zerfällt sie gleich. Haben wir auch noch was für die Führerschaft vielleicht? Hätten wir. Aber jetzt können wir hier nochmal auf den Sterndrachen gehen. Alle zusammen. Und der Wahrgeist geht hier rauf. Und Manfred... Ja, macht Manfred Dinge. Versucht hier nochmal ein bisschen zu heilen. Zwar die Flederbestien, die hier gerade am Limit sind. Die eine kann aber kaum noch geheilt werden. Das ist natürlich ein Problem. Die Vendrina stützt sich hier natürlich auf unsere Infanterie. Das ist in Ordnung. Wir würden es ja genauso machen. Oder wir haben es auch genauso gemacht. Manfred muss sich selber einmal heilen und geht auch einmal kurz aus der Schlacht raus. Ist natürlich sehr, sehr schwierig gerade. Aber die Vendrina hat den großen Fehler gemacht, hier auf den Boden zu gehen. Und die wird jetzt umzingelt von unseren Einheiten. Und dann werden wir jetzt hier die Vendrina auch rausnehmen können. So. Wir machen sie mal ein bisschen langsamer. Und dann sollte sie auch nicht mehr rauskommen können. Alle Mann rauf da bitte. Manfred, hol du nochmal ein paar Zombies mit dazu. Die darf nicht raus, die darf hier nicht raus. Ein paar Zombies mitten rein. Wird sie auch nochmal gut verlangsamen und da ist sie tot. Da ist sie tot. So, die Flederbestie hier ist aber auch gleich tot. Deswegen verfolgt die mal den Riesenadler und die anderen kämpfen weiter. Der Feind kommt jetzt erst. Jetzt erst an. Mit seiner Hauptarmee. Und wir gehen mal mit unseren Einheiten hier. Wenn es denn möglich wäre, auf dem Boden. Also ihr, du haust ab. Und ihr drei geht bitte auf den Boden. Zack, zack, zack. Runter bitte. Wichtig. Und dann auf die Drachenprinzen rauf. Manfred, du heilst dich selber einmal. Die Flederbestie hier, die flieht bitte. Und ihr müsst euch hier natürlich auch mit einmischen. Dieser Bait hier hat nicht funktioniert, ist für uns aber kein Problem. Die Sensenreiter holen sich jetzt einen Streitwagen. Und der Rest ist hier gut am Kämpfen. Manfred hat natürlich gut Schaden genommen. Ein paar Zombies rein. Damit die Drachenprinzen und der normale Drache hier nicht allzu stark unterwegs ist. Und Manfred, du gehst mal bitte in die Luft. Kümmerst dich hier hinten mal um diese Artillerie, die hier gerade wirklich schwierig Probleme machen. Und heilst dich auf dem Weg auch nochmal. Weil die Artillerie ist gerade wirklich ein großes Problem für uns. Also, Manfred, geh nach vorne. Kannst dir auch nochmal gerne einen Seelenwind durchschicken. Und auch nochmal einen Atem hinterher, sobald er kommt. Ja, sehr schön. Und dann hier hinten einmal auf die Adlerklauen rauf. Heil dich nochmal, die werden dich jetzt gut fokussieren. Aber wir müssen auf dem schnellsten Weg dorthin. Wie geht's unseren Flederbestien? Eigentlich ganz gut. Eigentlich ganz gut. Es stirbt gerade natürlich viel von uns. Das ist aber in Ordnung, denn die Drachen des Feindes, sie sterben. Das ist sehr, sehr gut. Vielleicht können wir diesen Sterndrachen noch verfolgen. Das wäre sehr wichtig. Ja. Sieht eigentlich alles ganz gut aus soweit. Ja, das hat gut funktioniert mit der Verfolgung hier. Manfred ist jetzt auch hier drin, kann hier nochmal ein paar Zombies reinbeschwören. Dann sollte das hier auch kein Problem mehr sein. Und dann haben wir das sogar gewonnen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir versuchen jetzt natürlich hier, gerade die Drachen noch weiter zu verfolgen. Alle rauf da auf die Drachen. Alle auf die Drachen rauf. Das ist wichtig. Nein, der ist nochmal abgehoben hier. Verdammt. Da war ich zu voreilig. Ja, da sind die mir leider abgehauen. Da gibt es jetzt natürlich Probleme, wenn man nicht die Möglichkeit hat,
anzuhalten, zurück, also auf Pause zu machen oder so, dann kommt es natürlich leider zu diesen Momenten, dass man dann Multitasking-Probleme hat und das dann nicht mehr ganz verfolgen kann. Ja, die werden wahrscheinlich jetzt abhauen können. Schade, schade, schade. Aber wir haben wirklich einen guten Job gemacht. Wir sollten alles verlieren und es ist eine ganze Menge übrig geblieben. Immerhin. Gut wäre, wenn Manfred jetzt hier wirklich nochmal die Artillerie rausholen könnte. Das wäre sehr, sehr wichtig für uns. Weil die natürlich große Probleme gerade machen. Und die sind gut zerstört worden dadurch gerade. Das ist gut, das ist gut. Wir schicken nochmal einen Geschosszauber hinterher. Und gehen auch einmal auf die rauf. Hier unten kommen nochmal Zombies hin. Die hier den einen noch rausnehmen können. Und Manfred holt sich die anderen hier hinten. Und dann sollte das alles soweit passen. Würde ich mal sagen. Kommt jetzt auch nochmal ein Mahlstrom rein. Einfach weil wir es können. Und da sind sie auch tot. Manfred selbst wird sich natürlich nochmal heilen. Das ist klar. Und gibt es noch sonst wo irgendwo Feinde? Ja, hier hinten verfolgen wir nochmal Bogenschützen. Das spulen wir kurz vor und dann sollte eigentlich alles soweit in Ordnung sein. Also wir haben natürlich viel verloren, das ist klar. Aber es war ein guter Kampf. Haben uns hier nicht unterkriegen lassen von irgendwelchen ekelhaften... Hochelfen, die der Meinung sind, dass sie hier... das Anrecht haben, was Manfred von Karstein zu gesprochen gehört, dann holt man sich halt so schnell mal eben einen knappen Sieg. Wir haben ein Drittel unserer Armee verloren, aber nur die Wahrgeists, die komplett zerstört wurden. Beim Feind sieht es ein bisschen schwieriger aus. Der hat nur noch 91 verbleibende Einheiten und die bestehen aus Kavallerie. Weiße Löwen müssten das hier sein. Ja, genau. Und aus einer Handvoll Drachen. Das war wirklich gut. Also da haben wir jetzt gerade nochmal Imrik gezeigt, dass es ein Fehler war, sich gegen Manfred von Karstein zu stellen. Ich hoffe, dass das auch ein einmaliger Fehler war und dass Imrik jetzt hier nicht wieder mit weiteren Armeen dazustößt, obwohl er ja seine Hauptlandschaft ganz woanders hat. Das hat mich sowieso ein bisschen gewundert. Warum war er auf einmal hier? Er ist ja viel weiter nordöstlich mit seinen Regionen. Vielleicht hat er gesehen, okay, er könnte hier mit den Zwergen zusammen vorstoßen. Die sind ja befreundet miteinander. Die Toten erheben sich, wir haben gar nichts verloren. Und haben jetzt auch nochmal ein bisschen schwarze Magie dazu bekommen. Sehr, sehr gut. Wir könnten uns jetzt, anstatt hier runter zu gehen, auch Karak-Orut wiederholen. Wir müssen ja erstmal schauen, was die Zwerge machen. Werden die Karak-Orut beschützen? Das könnte sein. Wir können auch schauen, was hier die Hochelfen machen. Denn die sind im Gewaltmarsch abgehauen. Wir könnten die eventuell noch verfolgen, dass die keine Gefahr mehr für uns darstellen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das nicht mehr reicht, sie zu verfolgen. Aber das war schon mal richtig gut, ein richtig guter Kampf gegen eine Lufthoheit, wie wir sie noch nie vorher gesehen haben. Das haben wir wirklich noch nicht miterlebt. Eine Lufthoheit des Feindes. Und was für eine. Was für eine Lufthoheit. Wahnsinn. So, vereint gegen uns. Tlagwa ist wieder im Krieg mit uns. Oh Mann. Also, was sehen wir hier? Und zwar hat die Réponse de Lyonnais Tlagwa wieder in den Krieg reingeholt gegen uns. Und das bedeutet für uns, dass wir wieder eine Planänderung haben. Denn Dan Wallace darf hier nicht abziehen. Der muss jetzt hier bleiben. Denn hier gibt es natürlich die nächsten Armeen des Feindes. Das heißt, du ziehst einmal nach Antoch rüber. Und Antoch bekommt jetzt auch seine Garnison.
Denn Wallace ist in Antoch. Antoch bekommt die Garnison und hier ist die nächste Armee von Tlaqua. Und hier ist sogar Tic-Tac-Toe höchstpersönlich, der Kasabar bedroht. Der könnte von Orions Lager sofort nach Kasabar gehen. Und hier oben sind auch die Zwerge, die Kasabar bedrohen könnten. Ja, also, Kasabar ist bedroht. Hier ist natürlich eine 20er Armee drin. Die ist aber beschädigt. Wahrscheinlich durch Xunbatar. Wir sollten hier eine Armee aufstellen. Wir gucken mal kurz, was er hat. Er hat einmal Tempelwächter. Das ist eine Elite-Einheit der Echsenmenschen, die gerade gegen große Einheiten und gegen Kavallerie gut ist. Wir haben eine ganze Menge monströse Einheiten. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall die 4 Speerträger, die wir hier holen können. Das wird gut sein. Wir brauchen Leichenkarren, klar. Leichenkarren holen wir uns dazu. Einmal Gruftschrecken fände ich nicht schlecht. Und verfluchte Gespenster. Und dann sind wir hier auch schon am Cap, was wir uns leisten können. Deswegen lassen wir es dabei. Haben jetzt eine 30er Armee hier drin. Auch mit ganz guten Einheiten. Da sollte Tic-Tac-Toe eigentlich nicht mehr siegreich sein. Jedenfalls, wenn die Zwerge dort nicht mit einsteigen. Und hier haben wir Elektra. Nee, das hier unten, das ist gar nicht die geflohene Armee von Imrik. Das ist eine neue Armee von Imrik. Oh mein Gott. Was hat er denn vor? Also ich zeige euch das nochmal. Imrik ist hier oben unterwegs. Nordöstlich von uns. Jenseits von Karas Akarak. Und jetzt denkt er, hier mitspielen zu müssen. Das ist... Und hat Armeen hier unten. Das ist wirklich merkwürdig. Aber wir holen uns jetzt hier erstmal Elektra. Das ist ja klar. Die holen wir uns. Wird was sterben von uns? Nein! Eine automatische Berechnung, die wirklich mal gut läuft. Sehr schön. Nehmen wir direkt mit. Und nehmen die schwarze Magie mit. Ist auch klar. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal mit Manfred nach Granitmassiv rein, damit wir jetzt hier nämlich wieder in die erhöhte Verstärkung reinkommen. Es sei denn, wir könnten Lothiul noch rausnehmen. Lassen uns das einmal anschauen. Würde nicht reichen. Okay. Und wir haben auch gesehen, die Hochkönigin Kalida könnte dann verstärken. Ja. Deswegen müssen wir da aufpassen. Also Manfred heilt hier mal wieder aus. Das ist gut gelaufen hier, aber die Zwerge kommen. Mit 2 Armeen. Und dann kann man sich schon die Frage stellen, wollen wir hier drin bleiben? Oder gehen wir lieber daneben? Ich gehe lieber daneben. Ich möchte lieber doch nicht drin bleiben in Granitmassiv. Wir werden auch hier keine Garnison bauen. Ich glaube, das ist schwachsinnig. Dann, die Kalida zeigt sich hier nicht. Das heißt, sie ist hier in den Bergen unterwegs. Könnte gleich auch hier Manfred bedrohen. In Antoch ist Dan Wallace. In Kasabar ist Roderick Hellstein. Mann, ist das spannend wieder. Ist das wieder spannend. Was hier Molgo Warauge vorhat, weiß auch niemand. Aber wird er Wasser des ewigen Lebens erreichen? Ich denke nicht. Ich denke, das würde er nicht erreichen. Und deswegen bauen wir hier diese beiden Gebäude noch weiter aus. Ich hoffe, dass wir auch noch die Garnison bauen können. Bis dahin könnte er es aber erreichen. Zumindest, wenn er es wollte. Aber dann ist Roderick Hellstein zumindest da. Okay, okay, okay. Bleibt richtig spannend. Wir haben jetzt hier oben noch die Armee in Lashiek. Und die könnte hier Bokwi angreifen. Ohne Probleme. Deswegen machen wir das auch. Ja, das ist gut. Und
Und können wir sie ganz verfolgen? Leider nicht. Können wir noch in den Hinterhaltsmodus gehen? Ja. Dann gehen wir in den Hinterhalt. Vielleicht kriegen wir Bokwi ja jetzt abgefangen irgendwie. Und dann könnten wir auf die Zauberinseln rauf. Okay. Sehr, sehr gut. Wir gehen nochmal eine Runde weiter. Super spannend gerade. Also, Imrik ist auf einmal da. Beliger Eisenhammer ist da. Die Kalida ist irgendwo in den Bergen. Niemand weiß so richtig wo. Der ganze Süden mit Laguar ist wieder gegen uns. Tierna Win ist immer noch auf der anderen Seite des Teiches und schickt uns weiterhin Armeen rüber. Dann haben wir weiter noch Oxiotl, der genauso noch gegen uns ist und auch immer wieder über den Teich neue Armeen bei uns reinschickt. Das ist alles nicht so schön. Wir werden den Krieg nicht beitreten gegen Bordelot. Was aber gut funktioniert, ist, dass Arkan der Schwarze uns hier die Réponse de Lyonnaise vom Hals hält. Aber was problematisch ist, ist, dass Tlaqua sie natürlich wieder reingezogen hat. Das hier wird eine entscheidende Niederlage. Das können wir auch nicht gewinnen. Das ist unmöglich. Wir machen es automatisch. Es ist halt einfach eine Elite-Einheit. Und Manfred von Karstein könnte die Zwerge hier abfangen. Im Tunnelnetzwerk. Sundrem Heldur. Mit Lun Eisenhammer und Rama Hammer Faust. Unsere Flederbestien können noch hochgeheilt werden. Wir haben keine Artillerie beim Feind. Viel Fernkämpfer. Das könnten wir aber eigentlich spielen. Ich überlege gerade. Ich sehe keinen Grund, warum wir das nicht gewinnen sollten. Wir spielen das. Wir fangen die Zwerge hier im Tunnelnetzwerk ab. Und das alles unter dem Kommando von Sundrem Heldur, den wir schon einmal besiegt haben. Der Feind hat sogar ein paar Skelettspeerträger oder Schwertkämpfer mit dabei. Das wird gut. Also, was wichtig ist. Manfred von Karstein wird die feindlichen Reihen wieder dezimieren, so gut er kann. Wird ein bisschen schwieriger, denn die Zwerge haben Magieresistenz. Wir haben auch die beiden legendären Helden mit dabei. Und die Flederbestien müssen sich ausheilen, ganz, ganz dringend. Flederbestien müssen sich ganz dringend ausheilen. Wir stellen uns so weit hinten auf, wie es nur geht. Irgendwie so. Dann kommen hier Gespenster hin und auf die andere Seite kommen auch Gespenster. Extra Schnitzeletta wird das natürlich wieder anführen. Wer könnte es nicht besser tun als die extra Schnitzeletta? Dann kommen hier die Flederbestien entsprechend hin, die dann noch geheilt werden können. Der Wargulf kommt mit in die Mitte. Dann haben wir hier ein paar Gruftschrecken, die sich hier mit aufstellen. Und dann haben wir die Wargeists, die natürlich auch noch mit dazukommen. Und dann haben wir noch die Sensenreiter. Die werden wir hier aufstellen. Die sind relativ mobil. Die können tun, was sie tun müssen. Hier nehmen wir mal alle mit, bis auf die Flugeinheiten. Ups. Wir nehmen alle mit, bis auf die Flugeinheiten. Und bringen euch in Steuergruppe 1. Die fliegenden Einheiten sind mal wieder Steuergruppe 2, aber werden erstmal nicht agieren. Nur Manfred von Karstein wird agieren. Und zwar so weit vorne, wie er nur kann. Um den Feind hier schon mal rauszuholen. Und da gehen wir einmal durch die Slayer durch, würde ich sagen. Eine der schwierigsten Einheiten für uns. Weil sie sehr, sehr stark sind. Sehr viel Schaden anrichten können. Und der Feind soll gerne schon mal seine Munition verschießen. Auf der anderen Seite haben wir auch nochmal Slayer. Um die werden wir uns auch gleich nochmal kümmern. Wenn der Seenwind wieder parat ist. Also, die Slayer ein großes Problem. Skelettkrieger gar kein Problem. Und natürlich die ganzen Fernkämpfer. Aber die können wir schon rausholen mit der Zeit.
Das wird kein Problem sein. Wir wollen uns jetzt die anderen Slayer holen. Holen uns deshalb natürlich auch einmal eine Salve ab mit Manfred von Karstein, das ist klar. Aber wir wollen natürlich nicht, dass die Feinde hier sich bewegen. Deswegen nehmen wir die eine Salve einmal mit und gehen hier richtig schön rein. Durch die feindlichen Reihen. Und der Feind kommt jetzt tatsächlich auf die Idee, angreifen zu wollen. Wir heilen uns natürlich einmal. Das ist sehr, sehr gut. Und gucken mal, was wir hier noch machen können. Gerade mit den Slayern können wir ein bisschen rumspielen. Die sind sehr anfällig, aber auch sehr stark. Und deswegen eine große Bedrohung für uns. Und deswegen spucken wir auch auf sie. Damit sie wissen, wie wir über sie denken. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann holen wir mal ein paar Zombies rein. Und gucken mal, ob wir hier nochmal einen schönen Seelenwind durchbekommen durch die Fernkämpfer des Feindes. Das wäre schön, wenn der gut durchkommt. Bisschen zu spät, glaube ich, gesetzt. Nee, genau richtig gesetzt. Genau richtig gesetzt. Wahnsinn. Wahnsinn. Manfred hilft jetzt mal bei den Slayern hier. Die werden sich jetzt ein bisschen auf die Zombies konzentrieren. Dann darf Manfred auch selber mal reingehen in seinen Kampf. Die Zwergenkrieger kommen auch noch. Das ist alles in Ordnung soweit. Und Manfred geht wieder raus. So schnell kann es gehen und holt sich mal hier die Armbrustschützen. Dann werden sich wieder weitere Feinde auf uns stürzen. Aber das Schöne ist natürlich bei den Zwergen, sie sind sehr langsam, sehr immobil. Und deswegen können auch gleich die Sensenreiter für ein bisschen Verwirrung sorgen. Und unsere Flederbestien können weiter ausheilen. Wir sehen das hier hinten. Die können auch noch gute 3000 Punkte ausheilen. Und das nehmen wir natürlich mit. Das ist ja ganz klar. Hier liegen sie. Die Skelettkrieger. Die wir zerstört haben mit unserem Seelenwind. So, die Slayer kommen natürlich nochmal. Klar, die wollen auch den Kampf mit Manfred von Karstein, das ist klar. Das wissen wir auch, die sind stark gegen große Einheiten. Das ist ein guter Deal. Aber wir brauchen uns ja gar nicht mit denen abgeben, das ist halt das Gute. Und schicken einfach mal einen Atem hinterher. Und verziehen uns hier. Sind halt sehr immobil, sehr langsam. Klar, die Artillerie ist stark, die Fernkämpfer sind stark, alles gar kein Ding, das ist klar. Aber wir können natürlich für viel, viel Unruhe sorgen, einfach indem wir hier ein bisschen die Zeit ausnutzen. Und hier kommt mal der nächste Seelenwind hin. 3, 2, 1, ich glaube, der kommt gut. Oh ja. Oh ja, kam der gut. Kam der gut. Und hier können wir uns einmal auf die Armbrustschützen raufstürzen, die sich hier die Sensenreiter vornehmen. Die Sensenreiter können wir auch einmal heilen. Und dann gehen wir mal rauf hier. Auf die Feinde. Warum denn nicht? Wer soll denn hier kommen und für Verwirrung sorgen? Niemand. So. Also, wir haben schon viel angerichtet beim Feind und der Weg ist noch sehr weit zu unserer Hauptarmee. Und die Fliederbestien sind ja auch gleich fertig. Können dann auch wieder für eine ganze Menge Furore sorgen. So, wir sollten uns aber wieder zurückziehen. Sensenreiter und Manfred. Denn gegen Sundrim Heldur wollen wir an dieser Stelle gerade nicht kämpfen. Ups, das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. So. Gehen hier wieder raus. Und haben die Feinde jetzt mal schön verunsichert. Sehr, sehr gut. Was haben wir hier noch? Zwergenkrieger, Skelettkämpfer, Armbrustschützen. Können wir einiges mitnehmen. Gerade die Skelettkrieger werden jetzt hier hinten richtig leiden. Ja, nicht ganz getroffen, aber war schon okay. Dann gehen wir hier weiter auf die Armbrustschützen rauf. Sehr schön. Also, der Feind hat hier nicht viele Möglichkeiten, gegen unsere Mobilität anzukommen. Die Flederbestien erheben sich und kommen mit nach vorne.
Und wieder einmal hätten wir diese Schlacht verlieren müssen, aber wir können natürlich die Mobilität ausnutzen. Die größte Schwäche der Zwerge, die Immobilität. Und sie können natürlich ihre größte Stärke hier gegen Manfred nutzen, das ist ganz klar. Und das sei ihnen auch gegönnt, dass sie hier ihre Fernkämpfer nutzen können. Aber wir nutzen natürlich auch unsere Stärken aus, das ist ja genauso klar. Hoffe ich zumindest, dass es genauso klar ist. Hier kommen jetzt noch ein paar Slayer. Die sollten aber kein Problem sein, wenn wir ein paar Zombies dazwischen schicken. Die wollen wir nicht bei Manfred haben. Aber Manfred soll ein bisschen weiterkämpfen, deswegen kommen die Zombies dazwischen. Und wie geht's den Flederbestien? Ich schicke mal hier die Wahrgeists raus, dann können wir hier mit allen fliegenden Einheiten angreifen. Ach, die sind alle noch auf dem Boden drauf. Naja, ich sag euch mal, fliegt mal und dann geht hier mal runter. So, sehr schön. Also, wir haben jetzt hier einen großen, schönen Blob. Den nutzen wir einmal aus und schicken nochmal einen schönen Seenwind durch. Tötet natürlich auch die Zombies, aber auch die Feinde, die hier drin sind. Zack, eine ganze Menge getötet. Sehr, sehr schön. Und wir heilen Manfred nochmal. Und gehen auf die nächsten Skelettkrieger. Hier hat sich jetzt Sundrem Heldur eingemischt. Das wollen wir gerade eigentlich noch nicht. Deswegen versuchen wir uns mal rauszuziehen. Vielleicht klappt das ja. Sollte eigentlich klappen. Weil wir relativ schnell sind. Ja, klappt auch. Dann können wir auch alle dreimal auf Sundrem raufspucken. Ich glaube, der freut sich. Und da wird gespuckt. Ja, getroffen wurden eher die Slayer. Aber es soll ja nicht unser Problem sein. Und die Slayer hier hinten werden nochmal abgehalten. Mit ein paar schönen Zombies. Kümmert euch darum. Ist uns alles egal. Es ist uns alles egal. Und wir gehen hier wieder rein und kümmern uns um diese kleine Armee hier hinten. Bei den Sensenreitern ist König Lun. Das ist natürlich nicht schön für uns. Das heißt, die Sensenreiter gehen hier hinten zurück und heilen sich mal ein bisschen wieder. Das habe ich nicht kommen sehen. Aber König Lun ja auch nicht sonderlich schnell. Und er hat auch eine Menge Schaden genommen. Von daher passt das alles. Und hier konnten wir guten Schaden anrichten beim Feind. Das ist sehr, sehr gut. Und hier wird einmal Sundrem gedebufft. Und dann sollte das alles in Ordnung sein. Manfred, du gehst wieder raus. Die Flederbestien gehen auch mal wieder raus. Zack, zack und nochmal zack. Und dann werden die Zwerge weiterhin hier richtig schön rausgenommen. Manfred, willst du nicht mal auf Sundrem raufspucken und ihr Flederbestien hättet ihr auch nicht Lust, nochmal raufzuspucken? Auf den feindlichen Kommandanten? Einfach mal zeigen, was ihr von ihm haltet? Ich glaube, das wäre doch mal eine schöne Angelegenheit an der Stelle. Und einen Mahlstrom fände ich eigentlich ganz cool, aber wir gucken mal. Vielleicht wäre es ein bisschen besser, die Armbrustschützen hier hinten, die noch viele, viele Einheiten haben, die so ein bisschen rauszunehmen. Und die Flederbestien kümmern sich um die anderen Armbrustschützen, die auch schon alle sehr, sehr stark am Limit sind, die nicht mehr gut zu kämpfen haben. Kommen nochmal Zombies reingecastet. Ja, die armen, armen Armbrustschützen haben nicht wirklich zu lachen. Und dann kommt Manfred da rein, ihr bekämpft die. Manfred, ja, bekämpft die hier hinten. Du holst dir den hier. Sieht eigentlich alles soweit in Ordnung aus. Die Flederbestie ist aber jetzt schon ein bisschen am Limit. Deswegen kommst du mal raus und du gehst auf Sundrem und du gehst raus. So der Plan zumindest. Und es klappt auch. Sind die Zwerge, was wollen sie machen? Wenn eine große Flederbestie raus möchte, dann gibt es nicht viel, was sie machen können. Gibt es einfach nicht. Hier kommt einmal ein Mahlstrom rein, die Flederbestie geht raus.
Und dann werden hier diese Einheiten schön mit einem Malstrom penetriert. Sehr, sehr cool. Sehr gut. Also, die Flederbestie ist hart am Limit. Und dann haben wir noch zwei andere, die noch gut geheilt werden können. Nee, die auch nicht, die auch nicht. Okay. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Du gehst mal hier hinten hin und wirst auch Steuergruppe 4. Das ist in Ordnung. Und Steuergruppe 1 greift mal an. Was haben wir hier drin? Lun. Alles klar. Und die Sensenreiter können ja auch mal mit raufgehen auf Lun. Okay, und dann gehen wir mal in den Angriff mit unseren, ja, mit unseren Nahkämpfern. Ich glaube, das ist in Ordnung. Und hier ist Manfred. Ja, Manfred gerade unter Bedrängnis. Und sehe ich hier den Cap? Sehe ich hier, dass er einen Cap hat? Nee, habe ich, hab ich nicht gesehen. Das heißt, wir können ihn auch weiterhin noch heilen. Alles ideal. Die feindliche Armee, sie flieht so langsam. Sie flieht so langsam. Was sollen sie auch tun? Was sollen sie auch tun gegen unsere Übermacht hier? So, Manfred, du wirst hier ein bisschen helfen müssen, denn die Flederbestie soll ja nicht sterben. Deswegen werden wir ihn nochmal ein bisschen debuffen, weniger Nahkampfangriff. Und dann schicken wir nochmal ein paar Zombies rein, damit er hier stehen bleibt, weil wir jetzt hier den feindlichen Kommandanten rausholen können. Der Feind ist in der Massenflucht drin. Aber die Helden sind, glaube ich, ja, die sind unerschütterlich. Das heißt, die müssen bis zum bitteren Ende bekämpft werden. Aber das können wir ja tun. Das heißt, wir gehen hier mal mit allen Einheiten rauf. Hier wird Sundrim weiter verfolgt. Hier hinten verfolgen wir andere Einheiten. Ich glaube, das ist alles okay soweit. Sieht alles gut aus. Armbrustschützen, Zwergenkrieger. Zwergenkrieger, Armbrustschützen, Armbrustschützen, Armbrustschützen. Und noch mehr Armbrustschützen. Ich glaube, das können wir gut machen. Und auch gut vertreten. Das ist alles soweit in Ordnung. Und hier kommt unsere Streitmacht an und versucht hier den legendären Helden des Feindes zu erlegen, wie wir es hier auch schon getan haben. Das hier war Lun, nicht wahr? War das hier hinten Lun? Wer bist du dann hier? Dann bist du Hammerfaust, alles klar. Da können wir auch nochmal mit unseren fliegenden Einheiten dazu stoßen. Alles ideal. Alles ideal. Alles einmal rauf hier, dann sind wir schön gebloppt. Und dann kommt es nämlich auch dazu, dass wir hier an der Stelle dann auch nochmal ein bisschen ausheilen können. Das heißt, alle blobben sich mal hier rein, in den feindlichen Helden rein. Und dann ist er auch ganz schnell tot. Sehr, sehr schön. Wir spulen ein bisschen vor. Und das ist unser Sieg. Sehr schön. Wir versuchen hier noch auf einer Stelle zu bleiben, solange es geht, damit wir ein bisschen noch heilen können. Ein paar Einheiten können das ja auch noch. Deswegen nutzen wir das nochmal alles aus. Alles schön hier rein, alles schön in die Mitte rein. Dann wird noch schön geheilt. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Perfekt. Eine weitere richtig gute Schlacht gegen die Zwerge, die hier mit einer großen Fernkampfarmee ankam, bedeutet für uns natürlich zwangsläufig. Und das bedeutet für uns natürlich zwangsläufig, dass wir hier an dieser Stelle viel Schaden nehmen an unseren, ja, an unseren fliegenden Einheiten. Das ist klar, das ist unvermeidlich. Aber wir haben einen knappen Sieg rausgeholt, auch obwohl wir das hier wieder verlieren sollten, haben 10% unserer Einheiten nur verloren. Klar, unsere Flederbestien sind hauptsächlich im Einsatz gewesen, aber die sind mit weniger Leben, also unterm Strich weniger Leben, in die Schlacht reingegangen, als sie jetzt wieder rausgegangen sind. Das heißt, dass wir noch nicht mal Verlust haben durch diese Schlacht, sondern eigentlich sogar ein bisschen Gewinn gemacht haben. Das ist richtig, richtig gut. Wir haben jetzt nicht nur die richtig starke Armee der Hochelfen rausgenommen, sondern auch noch eine richtig starke Armee
der Zwerge. Klar, es geht schnell. Es geht deutlich stärker. Wir haben hier keine großen Elite-Einheiten drin gehabt, aber wir hatten eine große Übermacht an Fernkämpfern. Wir hatten Slayer hier drin und wir hatten zwei legendäre Helden hier drin. Das ist wirklich unglaublich stark und das darf man nicht unterschätzen. Gerade wenn die hier in Zusammenspiel sind mit zum Beispiel billiger Eisenhammer, mit einem richtig starken legendären Lord, dann kann sowas schon richtig, richtig mächtig sein. Richtig, richtig mächtig sein. Wir holen uns schwarze Magie oder die Einheitenverstärkung. Ich wäre fast für die schwarze Magie, weil wir hier großen Schaden erlitten haben, was unsere Einkommensverhältnisse angeht. Wir haben es gerade gesehen, über 1000 Verluste wieder. Liegt natürlich auch daran, dass Katar jetzt gefallen ist. Und wir wissen ja alle, also alle, die hier die Weltmeisterschaften in Blood Bowl verfolgen, wissen natürlich, dass die jetzt in Katar sein wird, ist ja stark umstritten. Ja, viel vampirische Korruption, viel Leid, viel Mord bei Blood Bowl Spielen, wissen wir, gerade in Katar. Und deswegen, ja, ist hier natürlich der Rubel gerollt, die zwergische Münze jetzt leider. Und demnach, ja, Katar, eine große Niederlage für uns, dass wir das verloren haben. Ansonsten verschaffen wir uns nochmal einen Überblick. Also Manfred konnte hier einen guten Tunnelweg abfangen. Hier ist aber die nächste Armee der Zwerge. Und die sieht schon ein bisschen mächtiger aus. Denn wir haben hier Eisendrachen dabei. Wir haben Musketenschützen. Wir haben Gyrokopter. Wir haben Kanonen dabei. Und neben den normalen Slayern auch noch Riesenslayer. Und ja, nur der Kommandant ist nicht ganz so schlimm. Ist ein bisschen angenehmer für uns. Also hier geht's weiter mit den Kämpfen. Hier geht's aber auch weiter, denn die Zwerge haben hier Katar eingenommen und können sich jetzt auf Numas, Wasser des ewigen Lebens und andere Gebiete konzentrieren. Roderick Hellstein ist in Kasabar, aber König Rasfar und König Karus sind ebenfalls auf dem Weg nach Kasabar. Kann Dan Wallace das aufhalten? Könnte er vielleicht, wenn nicht Tic-Tac-Toe und Tak-Zin hier Antoch bedrohen würden. Des Weiteren geht Cricket hier auf unser Land und kann mit seiner Achterarmee die Stoßzahnebene sehr, sehr wohl einnehmen. Denn hier sind hauptsächlich Zombies drin und er hat alleine drei Helden dabei. Und hier monströse Einheiten, kann sich einfach durchfräsen. Wir sind von allen Seiten wieder belagert. Es wird von allen Seiten das Größte aufgefahren, was nur aufgefahren werden kann. Aber wir stehen brüderlich mit einer ganz großen optimistischen Hoffnung vor unserer großen Mission. Wir wollen die Vampirfürsten ganz groß rausbringen. Wir wollen die Treibsande hier absichern gegen diese widerwärtigen Feinde, gegen Echsenmenschen, gegen irgendwelche untoten Skelette aus irgendwelchen ekelhaften Grüften, verstaubt. Nein. Wir kämpfen für edle Dinge. Wir kämpfen für blaues Blut, welches wir aussaugen können. Aus den leckersten und formidabelsten Menschen, Kathayanern, Kisleviten, damit wir dahin kommen. Damit wir auch vielleicht irgendwann die Grenzgrafschaften aussaugen können. Und das nicht Satosa überlassen, wie wir hier sehen, müssen wir hier standhaft bleiben. Wir müssen nach vorne schauen. Wir müssen gemeinsam Hand in Hand gehen und gemeinsam unsere Feinde bekämpfen. Seid ihr dabei? Seid ihr dabei, unsere Feinde in Staub zu verwandeln? Seid ihr genauso zuversichtlich, dass wir das hinbekommen? Ich will es sehen. Ich will es sehen mit ganz vielen Likes und ich will es sehen in den Kommentaren. Wir sehen uns dort wieder und nächste Folge geht es hier weiter.